Hier in dieser Rechtskurve passiert es. Ein junger Motorradfahrer gerät in den Gegenverkehr. Ausgerechnet in diesem Moment kommt ihm ein Motorrad entgegen. Auch ein erst 16 Jahre alter Fahranfänger. Die beiden prallen frontal zusammen. Beide Motorradfahrer wurden zu Boden geschleudert und durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Ein weiterer Biker fährt kurz darauf in die Unfallstelle ein. Auch er stürzt. Der 24-Jährige verletzt sich aber nur leicht. Es waren eine Vielzahl von Rettungswägen, ein Rettungshubschrauber vor Ort, als auch vier Notfallseelsorger, die sich um Angehörige und auch um Fallbeteiligte kümmerten. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen beauftragt. Der soll klären, weshalb der junge Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn geraten ist, weshalb zwei so junge Menschen ihr Leben lassen mussten.